Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einem Urlaubseis für euch im Test. Falls es euch nach Portugal verschlägt, werdet ihr auf das Eis ROL treffen. Roll. Und das ist ein Eis mit Malz, also mit Malzeis drin, Karamell und Schokolade drumherum. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es schmeckt. Findet ihr seit ein paar Jahren hier auf der Speisekarte, wollte ich schon gerade sagen, auf der Eiskarte von Langnese. In Portugal heißt es Olá. So viel wie Hallo, wieder was gelernt. Das Eis kostet 1,40 Euro und ich bin gespannt, ob dieser Malzgeschmack, so vielleicht so à la Maltesers, hier auch durchkommt. Ich packe jetzt mal uns mal raus und beiß da gleich mal rein. Aber bevor ich da reinbeiße, gibt es eine Großaufnahme, wobei ich natürlich erst eine Großaufnahme machen kann, wenn ihr das, ihr wollt es ja auch von innen sehen, ne? Von daher, genau. Ich beiß also erstmal rein. Jetzt Großaufnahme. Achtung, bitte aufs Eis und nicht aufs Meer konzentrieren. Okay, es lenkt schon sehr ab, ne? So sieht's aus. In der Mitte soll so dieser Malzgeschmack sein. Schokolade haben wir an der Seite. Und hier dieses weiße Eis. Die Schoki finde ich echt ganz lecker. Geschmacklich ist ja noch nicht so viel durchgekommen, aber mal schauen. Das werde ich gleich einfach mal weiter für euch vor der Kamera probieren. Ja. Mit dieser schrägen Form erinnert mich so ein bisschen an Bananajo, aber nur von der Form. Kennt ihr das noch? Bananajo, das Bananeneis. Geschmacklich ist es leider nicht so intensiv. Also, die Schoki ist geil. Aber das Eis von innen schmeckt wie so ein ganz normales Milcheis. Man muss sich diese Malznote vorstellen. Aber das bringt ja nichts. Oh. Kommt echt nichts durch. Das ist sehr schade. Hätte richtig geil werden können. Aber wenn ihr nur ein Milcheis mit Schokolade drumherum sucht in dieser Größe, ist es perfekt. Aber als Malzeis leider eher ein Floppo, das ROL. Vielleicht braucht es doch eine neue Rezeptur. Vielleicht hat es eine neue Rezeptur bekommen und schmeckt deswegen jetzt so nicht sagen. Echt schade. Skala von 1 bis 10, 6 Punkte. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.